Guten Morgen, Leute. Heute ist ein wunderschöner Tag. Ich bin gerade aufgestanden, habe geduscht und werde mir gleich erstmal einen Kaffee kochen. Ja, mir geht es soweit ganz gut. Meine Schenkel brennen. Mein eines Knie, das macht Mucken. Ich konnte heute Morgen nur die Treppen hochhumpeln. Ich konnte das Knie nicht belasten. Ja, jetzt geht es langsam wieder. Das braucht immer so ein bisschen Eingewöhnungszeit nach so einer Tour. Und ja, ich denke, heute wird mal so ein Aufräumtag. Ich habe einiges hier aufzuräumen, jetzt die Ausrüstung auszupacken. Ich habe noch nichts ausgepackt. Ich habe einfach alles stehen und liegen lassen, gestern noch erzählt und dann gleich ab ins Bett. Ja, aber heute, das Wetter sieht wieder traumhaft aus. Das heißt, ich kann schön die Sachen trocknen. Und ja, jetzt geht es aber erstmal ran. Schlückli Kaffee trinken, meine Stimme ist noch etwas belegt und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah ja, ich habe noch nicht mal die Zahnbürste rausgeholt. Muss ich auch noch machen. Ja, Treppenlaufen geht gar nicht. Das Mitbringsel aus Straßburg hat den Kindern sehr gut gefallen. Das ist ja so ein kleiner Eierbecher und haben sich gestern Abend gleich den Frühstückstisch gedeckt und sich den Eierbecher nebendran gestellt. Das heißt, heute gibt es frische Eier. Und auch heute wieder ein traumhafter Tag. Der Blick aus dem Fenster ist vielversprechend. Jetzt schaue ich gerade bei Facebook rein, was ihr da so geschrieben habt. Ich habe gestern ein kleines Facebook-Video reingemacht, damit ihr seht, was so up-to-date ist bei mir. Und vielleicht an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr immer ein bisschen vorher wissen möchtet, wo ich so unterwegs bin, was ich mache, dann schaut auf jeden Fall mal bei Facebook vorbei. Ich mache da kleine Videos rein, auch mal ein Bild oder ja, wie gesagt, einfach ein kleines Update, wo ich bin oder was ich gerade mache. Dann lese ich mir die ganzen Kommentare durch. Und das Lustige ist, ich habe vom Atze, vom Buschpirat, Grüße an dieser Stelle, den Hinweis bekommen, dass es auch einen YouTube-Kanal gibt oder einen Facebook-Account, der nennt sich Buschbiker. Und der Buschbiker, der hat mir auch einen Kommentar gestern geschrieben zu meinem Video, wo ich eben gesagt habe, dass ich mit dem Fahrrad in Frankreich unterwegs bin, draußen schlafe und so weiter. Und dass er auf das Video gespannt ist. Grüße auch an dich an dieser Stelle. Und ja, da sieht man mal wieder, dass man nie der Einzige ist mit dem, was man macht. Es gibt immer Leute, die machen genau das Gleiche. Und es ist immer eine lustige Sache. Ja, was ich jetzt noch machen möchte, ist herauszufinden, wie ich mit meinem Videobearbeitungsprogramm den Laptop-Bildschirm aufnehmen kann. Weil ich möchte euch ab und zu mal so zeigen, was ich am Computer mache und dann ist es besser, wenn das Laptop oder wenn der Bildschirm direkt aufgenommen wird, weil wenn ich jetzt mit der Kamera hier den Bildschirm so filme, dann kann das sein, das flackert oder sieht ein bisschen kriselig aus oder gerade Linien sind etwas verpixelt und so. Das werde ich jetzt noch herausfinden und dann kann ich immer mal wieder, wenn ich was am PC mache, was interessant für euch sein könnte, kann ich das dann während dem Video einblenden. Ich kann es ja einblenden und dann weiter erzählen. Und somit steigt der Informationsgehalt meiner Videos dadurch wieder. Genau. Also das mit der Bildschirmaufnahme scheint mit dem Video Deluxe ganz leicht zu funktionieren. Ich klicke einfach hier auf Aufnahme. Dann öffnet sich hier Auswahl der Aufnahmequelle. Gehe ich auf Bildschirm, dann auf Aufnahme. Zack. Und dann sehe ich hier den Bildschirm, den ich aufnehmen möchte. Jetzt hier in dem Programm, mit dem ich gerade arbeite, klicke hier auf den Aufnahmeknopf und dann müsstet ihr schon den Bildschirm jetzt richtig klar und deutlich im Video sehen und nebenbei meinen Ton und ihr könnt sehen, was ich hier also arbeite. Ja, was ihr hier seht, ist der Backstage-Bereich. Ich arbeite mit einem Netzwerk zusammen, lade mein Video immer erst im Netzwerk hoch, kann es hier bearbeiten und von dort aus geht es dann Richtung YouTube und wird dann online gestellt. Ja, und ich habe es gestern Abend eben nicht mehr gemacht, weil es immer ziemlich viel hier auszufüllen gibt und dann hier noch ein Thumbnail zu machen, also dieses das Bild, das Videobild, sage ich mal, das erste, was man dann bei YouTube sieht. Hier noch Felder auszufüllen, hier kann ich noch eingeben, wann das Video veröffentlicht werden soll. Ja, also ziemlich viel auszufüllen, das werde ich jetzt alles machen und dann geht es dann Richtung YouTube und dann werden wir uns mal anschauen, wie das dann aussieht, wenn das Video online geht und wie die Reaktionen dann gleich sind, ob sich Leute überhaupt hier am Morgen schon meine Videos anschauen, welche Kommentare reinkommen. Einfach mal so ein paar Minütchen gucken, was da so abgeht. Okay, das Video ist jetzt online. Geht 30 Minuten, ist ziemlich lang geworden.
Ja, ich freue mich auf eure Kommentare und werde die dann später auch beantworten und vielleicht ein oder zwei Kommentare hier im Video aufgreifen, euch grüßen und den Kommentar gleich hier beantworten. So, jetzt bin ich soweit mit dem Auspacken des Rucksacks, habe abgewaschen, Wäsche gewaschen und so weiter. Lass jetzt alles in der Sonne trocknen und werde es dann später in den Schrank einräumen. Ja, jetzt ist es ungefähr 12:30. Ich habe also bis jetzt den ganzen Morgen gebraucht, um die Sachen zu versorgen. Habe noch mich um das Video nebenher gekümmert. Und ja, würde sagen, jetzt ist es Zeit, mal ein paar Kommentare durchzulesen, anzuschauen und zu beantworten. Und dann heute Mittag gehe ich schon mal ran an die Videobearbeitung und werde dann meine Fahrradtour bearbeiten. Das werden ja auch ungefähr 3 Teile werden. Ja, gibt noch viel zu tun. So, hier ist mein neuestes Video. Gucken wir mal rein. Traumhafte Wanderwege im Schwarzwald. Also, dann schauen wir mal, was ihr geschrieben habt. Hier, Timbo Jean, warst du schon einmal im Monbachtal? Nein, da war ich noch nicht. Papa Patrick, der Mann aus dem Schwarzwald. Grüß dich, Patrick. Das war mal ein sehr schönes Video. Danke für die Arbeit, die du dir gemacht hast. Gerne. Gruß aus dem Rennstall, Patrick. Philipp Belschner. Grüß dich, Philipp. Aus Liebe zu Mensch und Natur. Ist auch ein sehr schöner Kanal. Hallo Benjamin, ein wirklich tolles Video. Der Weg gefällt mir sehr gut. Der Weg gefällt mir sehr. Da würde ich gerne mal wandern. Gleich 2 meiner Interessen kann ich auf diesem Weg nachgehen. Natur und Eisenbahn. Was für ein grandioser Wanderweg, gerade auch für mich als Eisenbahnfreund. Ja, Waldonkel, das habe ich mir gedacht. Natur und Eisenbahn, ich denke mal, es gibt noch viele Eisenbahnfans. Ich habe mir ein wenig gedacht, dass dieses Video auch Eisenbahnfreunde ansprechen wird und deswegen habe ich da ein bisschen so die Eisenbahn eingebaut. Hier fährt auch ab und zu meine Dampflok, also richtig auf den Schienen hier mit Dampf und alten Waggons. Die wollte ich eigentlich auch noch einmal filmen, wenn ich die Bahn erwische. Die fährt an Feiertagen und am Wochenende. Dann werde ich das auf jeden Fall machen. Vielleicht fahren wir auch mal mit der Bahn mit. Das wäre doch dann schön und vielleicht aus dem Fenster filmen, wie der Zug so in den Tunnel hineinfährt. Ja, ich hätte da schon noch ein paar schöne Ideen. Bevor es jetzt weitergeht, erst einmal Mittagessen. Leckerer Curryreis mit chinesischem Gemüse. Etwas Sojasauce oben drüber. Lecker. Das hat gut geschmeckt und frisch gestärkt geht's weiter ans Werk. Ich habe da so eine kleine Idee. Und zwar möchte ich darüber sprechen, wie viel Arbeit steckt eigentlich in einem YouTube-Video. Ich meine, es ist nicht ein Video, wo man sich hinsetzt und etwas erzählt, sondern ein Video, wo man rausgeht in die Natur. Also so ein Video wie jetzt die letzte Tour zum Beispiel. Wie viel Aufwand steckt da dahinter? Ich dachte mir, ich mache das jetzt so, anstatt jetzt alle einzelnen Dinge zu zeigen, die ich heute in der Nachbereitung tue, sondern ja, ich zeige es jetzt euch hier am Whiteboard und könnte vielleicht interessant für euch sein, wenn ihr selber einen YouTube-Kanal habt, wenn ihr euch überlegt, mit YouTube anzufangen oder vielleicht einfach nur aus reinem Interesse heraus. Fangen wir an. Okay, ich bin fertig. Also, dann geht's los. Wie viel Arbeit steckt in einem YouTube-Video? Fangen wir einmal an. Als allererstes die Planung. Ich plane die Tour. Das kann sein, entweder ich schaue mir eine Karte an, wo ich gerne hin möchte, wenn ich dann weitere Informationen möchte, wie zum Beispiel die Schwarzwaldbahn-Tour, dann recherchiere ich noch im Internet bei verschiedenen Webseiten, damit ich ein paar Hintergrundinformationen zu der Tour habe. Diese Informationen reiche ich dann im Video weiter und aufgrund dieser Informationen, Lage, das Wetter, schaue ich mir noch an, wie wird das bei der Tour sein. Aufgrund dieser Informationen passe ich dann meine Ausrüstung an. Punkt 2, die Ausrüstung. Als allererstes Rucksack packen mit allem, was ich so brauche.
in verschiedene Beutel, einmal meine Schlafutensilien, Klamotten etc. Dann als nächstes die Lebensmittel einkaufen, was ich für die Tour brauchen werde. Mache ich auch oft schon einen Tag vorher oder am Abend vorher, sodass ich am Morgen der Tour einfach gleich loslaufen kann. Ja, am Morgen vorher fülle ich noch Wasser ab, entweder in die Trinkblase oder in meine Wasserflaschen. Kommen wir zu Punkt 3. Die Tour an sich, also ab dem Zeitpunkt, wo ich losgehe, fängt eigentlich die Tour an. Also diese, ich sage jetzt mal Videotour, weil ich filme das Ganze ja nebenher. Das bedeutet, vom ersten Moment an filme ich praktisch die Tour. Und das Ganze nenne ich eben die Aktion. Und die Aktion findet während der ganzen Zeit der Tour statt. Das bedeutet, alles, was jetzt geschieht, findet 24 Stunden statt. Also das heißt, wenn ich draußen bin und schlafe draußen und da passiert etwas in der Nacht, dann nehme ich meine Kamera und schalte die auch an und filme es natürlich so, dass ich immer, damit alles eben ins Video mit hineinkommt. Und beim Filmen, ja, ist es auch oft so, dass eben die Kamera aufgestellt wird, man läuft weg von der Kamera, sodass man eben schöne Bilder bekommt, dann gehe ich wieder zurück, hole die Kamera ab. Das sind alles die Dinge, wenn man halt alleine filmt, dann sollte man etwas kreativ sein und sich überlegen, wie man das Ganze schön gestalten kann, das Video. Nebenher während der Tour findet auch noch eine Interaktion auf meinen Social Media Kanälen statt, zum Beispiel Facebook, Instagram. Was ich jetzt auch ganz toll finde in letzter Zeit, sind so kurze Facebook-Videos zu machen. Bei Instagram mache ich auch kurze Videos. Meine Instagram-Videos sind auf Englisch, weil bei Instagram das Publikum schon sehr international gemischt ist. Also da ist ein großer Anteil an internationalen Followern. Bei Facebook jetzt gar nicht. Facebook ist rein alles in deutscher Sprache. Und da versuche ich auch kurze Updates zu geben oder schon Vorabinformationen, so kleine Trailer zu machen, so einen kleinen Vorgeschmack findet ihr eben auf Facebook und Instagram. Dann seht ihr, was dann Tage später eben im tatsächlichen Video kommen wird. Weil wenn ich auf der Tour bin, bis dann das Video online geht, da vergehen immer ein paar Tage bis zu einer Woche. Viertens, die Tour endet, dann bin ich wieder zu Hause. Das Ganze nenne ich dann die Nachbereitung. Ja, als allererstes kümmere ich mich wieder um die Ausrüstung. Das bedeutet alles auspacken, durchschauen. Manche Sachen sind kaputt gegangen, wie jetzt meine Bodenplane. Die ist bei dieser Tour ziemliche Löcher, weil da Gras oder Schilf aus dem Boden gewachsen ist, hat dann durchgestochen. Das heißt, ich sortiere die dann oder verwende die dann für andere Dinge, die Plane, wenn es noch einigermaßen geht, und muss mir dann wieder eine neue Plane besorgen. So schaue ich eben die ganze Ausrüstung durch, ist sie noch tauglich oder nicht. Dann säubere ich die natürlich, breite die Planen aus, hänge das auf zum Trocknen, wasche meine Wäsche. Wenn alles fertig ist, dann wird alles wieder eingepackt, eingerollt und wieder in die Schränke verstaut, sodass immer alles wieder bereit ist für die nächste Tour. Also ich habe immer innerhalb von 1 bis 2 Tagen nach der Tour alles so weit abgearbeitet, dass alles wieder gut versorgt ist, sodass ich gleich wieder die nächste Tour starten kann. Ja, dann folgt die Videobearbeitung. Das heißt, wenn ich mich um meine Ausrüstung gekümmert habe, oder das läuft auch so ein bisschen nebenher, dann fange ich schon mal an, die ganzen Daten, die hier auf der Kamera sind, also alles, was ich gefilmt habe, ist ja erstmal auf der Kamera drauf. Und diese Daten, die müssen dann aufs Laptop drauf oder auf den Computer. Das heißt, ich überspiele das dann. Das dauert auch eine gewisse Zeit. Danach folgt die Durchsichtung der einzelnen Szenen. Ich gucke mir nochmal alles durch. Manche Szenen sind doppelt oder so, die brauche ich nicht. Die versuche ich gleich rauszulöschen. Und dann beginnt die Videobearbeitung mit dem Videoprogramm. Und es zieht sich ja über einen langen Zeitraum hin. Also jetzt bei der Tour werde ich pro Video 2-3 Stunden vielleicht brauchen. Es sind insgesamt 3 oder 4 Teile, die das werden. 3 mal 4 sind 12 Stunden allein nur für den Videoschnitt. Also nichts anderes. Ich sitze dann nur 12 Stunden vorm PC, pro Video 3 oder manchmal auch 4 Stunden, wenn es jetzt solche Action-Videos sind. Klar, jetzt so ein Video wie das hier, wenn das ein One-Take-Video wäre, nur so ein reines Informationsvideo, ist natürlich schnell erledigt. Aber so ein Tourenvideo oder die gesamte Tour an sich, das braucht mehrere Tage, bis ihr diese Videos online seht. Da steckt viel Arbeit dahinter. Wenn der Videoschnitt fertig ist, dann folgt das Rendern des Videos. Das dauert auch wieder Zeit, da muss ich natürlich nicht dabei sein, aber der Computer an sich, der arbeitet dann auch wieder
manchmal bis zu 2 Stunden, bis das ganze Video gerendert ist. Danach folgt der Upload, das dauert auch wieder Stunden. Bei einem 30-Minuten-Video ungefähr 3,5 bis 4 Stunden. Während der Zeit mache ich andere Dinge nebenher, aber schaue immer wieder zum Computer, wie läuft das Hochladen, wie geht es voran. Wenn das Video hochgeladen ist, also im Internet drin ist, auf dem Server, dann fange ich an, die Infobox zu gestalten und verschiedene Informationen zum Video reinzupacken. Fange an, den Thumbnail zu kreieren, das heißt, das Bild, was ihr bei YouTube als allererstes seht, das gestalte ich dann und auch die Videoüberschrift. Und wenn das alles erledigt ist, dann geht das Video online. Ja, dann folgt ganz zum Schluss die Videobetreuung. Wenn das Video online ist, dann möchte ich natürlich sehen, was da so abgeht, was für eine Interaktion stattfindet. Lese eure Kommentare durch, antworte auf eure Kommentare, bekomme da wieder Inspirationen für neue Videos. Wenn ihr Fragen habt, dann greife ich die wieder auf. Zum Beispiel auch ein paar Leute hatten eben Interesse, was so hinter den Kulissen geschieht. Dann geschieht wieder eben so ein Video. Also baut eben eins auf dem anderen an. Es waren jetzt bei Facebook diverse Fragen zu meinen Tarps, zur Ausrüstung etc. Da werden auch wieder Videos folgen. Also so baut sich eben eins aufs andere auf. Ich habe, wie gesagt, auch so ein Notizbuch, habe ich euch schon öfters gezeigt. Da notiere ich mir alles und versuche dann alles einzeln abzuarbeiten oder umzusetzen. Ich habe sehr viele Ideen, aber man kann natürlich nicht alles schaffen. Aber ich versuche da immer am Ball zu bleiben und ja, es so effizient wie möglich das Ganze zu gestalten, sodass es mir noch Spaß macht, dass es schön ist und dass es viele Informationen sind. Genau, und so sieht eben der Hintergrund hinter einem YouTube-Video aus. Und jetzt dürfte auch die Wäsche fertig sein. Die werde ich jetzt erstmal draußen aufhängen und so komme ich auch mal wieder an die frische Luft. Okay, Wäsche ist aufgehängt. Schlafsack und Tarp ist auch wieder trocken. Das Kochgeschirr auch. Und jetzt wird alles wieder zusammengefaltet, eingerollt und hier im Ausrüstungsschrank verstaut. Ja, dann würde ich sagen, wird es jetzt mal Zeit für ein Tässchen Kaffee. Und ja, und was? Einfach mal nichts. Einfach mal eine Tasse Kaffee trinken. Okay Leute, dann beende ich jetzt an dieser Stelle das Video. Bei mir ist einfach die Luft raus und ich freue mich auf einen gemütlichen Abend und das Wochenende. Hat mich riesig gefreut, dass ihr auch bei diesem Video wieder mit dabei wart und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bleibt gesund, Leute. Und ja, wir sehen uns dann. Tschüssle.